In Großbritannien haben die Kampagnen vor der geplanten Volksabstimmung für oder gegen einen Verbleib des Landes in der EU begonnen. Der britische Premierminister David Cameron hat erneut vor negativen Konsequenzen für die Wirtschaft seines Landes gewarnt, sollte die Bevölkerung für einen Austritt aus der EU stimmen. Sollten wir am 23. Juni für den Austritt aus der EU stimmen, entscheiden wir uns auch für höhere Preise, für weniger Arbeitsplätze und langsameres Wachstum. Potenziell bedeutet es einen Konjunkturrückgang. Das ist das, was unsere Wirtschaft am wenigsten gebrauchen kann. Stärkster Widersacher Camerons ist Londons ehemaliger Bürgermeister und Parteifreund Boris Johnson. Er spricht sich gegen einen Verbleib Großbritanniens in der EU aus. Wenn Sie für den Austritt aus der EU stimmen, werden wir die Kontrolle über dieses Land zurückgewinnen, über unsere Demokratie und unsere Wirtschaft. Das Land kann gedeihen und blühen. In einem Interview mit der Zeitung The Telegraph vom Samstag zog er historische Vergleiche. Die EU strebe einen Superstaat an, doch Napoleon, Hitler und verschiedene andere hätten schon mehrfach bewiesen, dass dieses Bestreben tragisch enden würde. Laut jüngsten Umfrageergebnissen des Independent halten 45% der Wähler Boris Johnson für vertrauenswürdiger als ihren Premier, dem nur 21% zutrauen, die Wahrheit über die EU zu sagen. Die Briten haben noch etwas mehr als einen Monat Zeit, um sich für oder gegen einen Brexit zu entscheiden.